Icon oder Hero? Den kennst du bestimmt noch. Guti, Real Madrid. Oh mein Gott, natürlich. Ey, das muss eingeblendet werden, dieser Hackenpass. Er ist sogar gegen den Torwart gelaufen, hatte so Hackenpass gespielt noch. Safe, ja, Hero. Safe Hero. Sehr gut, ja, safe Hero. Nani. Ja, okay, bei dem braucht man eigentlich auch nicht zu reden, Nani. Also. Warum? Hero einfach. Ja, ja. Kann man machen, Hero, ist okay. Marco Reus. Bei ihm ist halt irgendwie auch schwer, weil so für die deutsche Nation hat er halt nie irgendwie so. Aber er ist irgendwie trotzdem im deutschen Fußball irgendwie schon so eine Legende, weißt du, was ich meine? Überleg mal, der war auf dem FIFA-Cover. Internationaler FIFA-Cover war Marco Reus. Ja, FIFA 16 oder 17 oder so, ne? Ja. 70, ja, glaube ich. 17. Also ja, ich sag ganz ehrlich, Hero, erkläre ich auch ganz einfach. Und das ist, er war nicht so krass, dass er eine Icon-Karte, also er ist keine Icon. Ne? Überleg mal, Rudi Völler ist eine Hero. Ja, ich würd Reus auch so eine Hero geben. Ja, ich meine, für Deutsch ist er ja schon irgendwie so eine Legende, aber irgendwie da, weiß nicht, so Icon ist zu viel, glaube ich, für Reus. Ja, ist viel zu viel.